Hi, hier ist euer Andreas Port und ich begrüße euch zu unserem zweiten Footporn-Video mit dem Chuck Norris XXL Partyburger. Yeah! Und wir fangen wieder mit den Zutaten an, die ich schon mal für euch vorbereitet habe. 2 Packungen Reibekäse, 16 Hamburger, obwohl so viele werden wir wohl nicht brauchen. 16 Hamburger, obwohl so viele werden wir nicht brauchen. Außerdem, ich habe mich jetzt dafür entschieden, fertige Hamburger zu benutzen. Ihr könnt natürlich auch selbst eure eigenen machen. Was nicht schwer ist. Ihr nehmt einfach nur Hackfleisch, formt es und bratet es dann. Jedenfalls wollte ich ein bisschen Zeit sparen und habe dafür diese fertigen genommen, die ich auch für sehr gut empfinde. Wieder der gute alte Frühstücksspeck. Kennen wir ja schon aus dem gebackenen Baby. Große Zwiebeln. Es könnten auch kleine genommen werden, aber die großen sparen euch wirklich viel Zeit. Jedenfalls für das, wofür ihr es diesmal braucht. Frische Tomaten. Mindestens so viele. Können aber auch mehr sein oder weniger, wenn ihr nicht auf Tomaten steht. Schmelzkäse. Remoulade. Und Gewürzgurken. Und ein großes Fladenbrot. Fangen wir mit der Fleischzubereitung an. An dieser Stelle solltet ihr übrigens auch schon den Ofen mal auf Vorheizen stellen. Die Arbeit mit dem Fleisch gestaltet sich als nicht sonderlich schwer. Da gibt es nicht viel zu tun. Ihr packt das Fleisch eigentlich nur aus und packt es dann rein. Klar, man könnte die Burger auch braten, aber der Sinn und Zweck bei dieser Sache ist, beziehungsweise das Knifflige ist, dass die Burger alle gleichzeitig heiß sein müssen, wenn ihr sie rausholt. Beziehungsweise wenn ihr den Burger anrichtet. Könnt ihr einfach so verteilen. Da braucht man auch jetzt nichts nachzuwürzen oder sonst irgendwas zu machen. Die Burger müssen hier einfach nur richtig schön heiß werden. Obendrauf tut ihr dann den Speck. Hier braucht ihr nicht jeden einzelnen Streifen irgendwie aufzuteilen. Es geht nur darum, dass der Speck richtig schön kross werden soll. So. Einfach aufteilen und ein bisschen zudecken das Ganze. Der Speck hat übrigens eine deutlich kürzere Garzeit als die Burger, aber wie gesagt, wenn ihr hier etwas dickere Teile nehmt, was absolut in Ordnung ist, dann wird der Speck exakt so knusprig, wie man ihn braucht und die Burger werden auch bis dahin gar sein. Dazu jetzt noch frische Zwiebeln, zumindest 2. Ein sehr nützlicher Trick beim Zwiebelschälen, es sei denn, ihr wollt unbedingt Zwiebelringe machen, ist der. Ihr schneidet die oberen beiden Teile hier ab, dann in der Mitte teilen und dann die oberste Schicht einfach abziehen. Spart ihr sehr viel Zeit. Nochmal die obersten Teile abschneiden. Und einmal in der Mitte durch. Und die oberste Schicht einfach abziehen. Da diese Zwiebeln in den Backofen wandern, schneidet sie nicht zu dünn. Es dürfen ruhig richtig schön dicke Streifen sein.
Und ganz ehrlich, ihr könnt den Burger machen, wie ihr wollt. Aber ich rate euch wirklich dazu, verzichtet nicht auf die Zwiebeln. Dieser Burger ist fett, dieser Burger ist voller Cholesterin und dieser Burger braucht auf jeden Fall ein paar Ballaststoffe drin. Oder? Die Zwiebeln könnt ihr jetzt auch nochmal schön oben verteilen. Die werden dann quasi geröstet obendrauf. Ich meine, ich habe auch Röstzwiebeln, aber ganz ehrlich, die Dinger sind wirklich nur da, damit es knusprig ist. Das sind die wahren Zwiebeln hier, die funktionieren sollen. Und jetzt muss ich auch weinen. Ah, scheiße, das brennt in den Augen. Ha! Dreck! Oh, Kacke! Ah! Scheiße! Ah, Mann, ich habe schon so lange nicht mehr diese großen Dinger geschnitten. Ah, oh. Bei den Kleinen passiert mir das nie, aber ich könnte eine Taucherbrille gebrauchen. Fotzenhimmel, ah. Oh. Aha, shit. Ah. Oh. Oh. Meine armen Augen. Damit wäre jetzt eigentlich schon mal das Gröbste erledigt. Naja, nicht ganz. Jetzt kommen die Tomaten, die schneidet ihr einfach in ganz einfache Streifen. Braucht ihr übrigens auch nicht allzu dünn zu schneiden. Hier noch ein kleiner Trick, wenn ihr dieses Teil hier in der Mitte loswerden wollt. Einfach abschneiden. Und ja, ich finde, frische Tomaten gehören auf jeden Fall da rein. So, das alles tut ihr dann in eine Schüssel. Und dann nehmt ihr euch die Gurken vor. Die schneidet ihr dann auch in Streifen. Es gibt ja auch Gurken, die sind schon in Streifen geschnitten, aber ganz ehrlich gesagt, so habt ihr die wenigstens ein kleines bisschen knackiger, diese Gewürzgurken. Und es sieht dann wenigstens ein kleines bisschen liebevoller aus. Es ist ja echt nicht viel Arbeit, die ihr hier mit diesem Burger habt. Und er heißt Party Burger und er ist eben für Gäste vor allen Dingen gedacht. Und dann kommt das Ganze eben ein kleines bisschen liebevoller drüber. Ups, stehen mag ich ja gar nicht. Habt ihr gemerkt? Ich versuche mir das so abzugewöhnen. Ich verkneife mir das so diesmal. So, das dürfte reichen. Die können übrigens ganz normal in die Schüssel zusammen mit den Tomaten. Das ist kein Problem, das wird dann sowieso alles vermischt. Wieder ein bisschen Brett waschen und Messer waschen. Wobei, diese Messer brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. So, dann machen wir uns an das Fladenbrot. So ein Fladenbrot könnt ihr eigentlich in jedem Discounter kaufen. Das sind ungefähr 2 Euro. Jetzt haben wir eigentlich auch schon den kniffligsten Teil vor uns, denn dieses Brot muss exakt halbiert werden. Und das ist ein bisschen Arbeit, steckt da schon drin. Ich hoffe wirklich, dass hier nicht irgendwie noch der Vorführeffekt eintritt. Das ist mein einziges Fladenbrot. Ich meine, ich will ja auch nichts verschwenden, aber es gab auch nur ein einziges heute im Laden. Und wenn das Ding jetzt kaputt geht, so,
Scheiße, ich habe wieder so gesagt. Aber wir haben sie jetzt einmal rumherum geschnitten. Das wird echt knifflig. Da ist wirklich so eine richtig dünne Stelle drin. Wird nicht so ganz mit. Ich hab's befürchtet. Aber akzeptabel. Es ist immer noch akzeptabel. Hier ist jetzt ein kleines Loch drin. Aber das geht. Das ist absolut akzeptabel. Gut. Auf die Unterseite kommt jetzt der Reibekäse drauf. Den könnt ihr euch quasi als den Beton oder den Kleber vorstellen, der das Ganze alles später zusammenhalten wird. Der dringt nämlich hier schön in die Poren ein und verkleistert das alles. Das Ganze gleich übrigens auch noch auf der anderen Seite. Alles schön verteilen, so dass es auch in die Poren eindringt hier. Denn ohne diesen Käse würde dieses Brot auseinanderfallen. Gut, damit sind die Vorbereitungen fürs Erste erledigt. Und jetzt warten wir nur noch, bis das Fleisch und der Speck und die Zwiebeln gar sind. Dauert aber im Durchschnitt nur so um die 15 Minuten, bei der höchsten Stufe übrigens. Okay, jetzt muss es relativ schnell gehen. Sobald das Fleisch und die Zwiebeln fertig sind, könnt ihr die Oberseite des Brotes mal für circa 2 Minuten in den Ofen schieben. Es dauert wirklich nicht lange, weil... Es dauert wirklich nicht lange. Es geht nur darum, dass der Käse ein bisschen anschmilzt. Und dann verteilt ihr das Ganze. Ein bisschen austrennen. Und dann verteilt ihr das Ganze über das untere Brötchen, das ihr natürlich schon mal in einen schönen Teller, in einen großen Teller gelegt habt. Der untere Käse ist jetzt kein Problem, der schmilzt ganz einfach. Unter den Burgern. Dann den Speck. Und dann die Zwiebeln oben drauf. Darauf nun, während das Ganze noch dampft, eine Schicht Schmelzkäse.
Man könnte ihn auch den Bypass-Burger nennen. Seht ihr, wie der Käse schon langsam zu schmelzen beginnt? Alles schön abdecken. Und darauf jetzt die Gurken und die Tomaten. Schön verteilen. Der Burger heißt übrigens eigentlich nur Chuck Norris Burger, weil ich wirklich einen coolen Namen gebraucht habe. Und ja, weil Chuck Norris wahrscheinlich der einzige ist, der ihn alleine essen könnte. Bypass Burger wäre wirklich wahrscheinlich passender. Oder Herzstillstand Burger. Jetzt die Tomaten. Und da oben drauf jetzt Remoulade. Achtet darauf, dass ihr nicht die dänische Remoulade nehmt, sondern die ganz einfache, billige. Das ist nämlich im Grunde jetzt eigentlich nur gewürzte Mayo. Ihr könntet auch ganz normale Mayonnaise nehmen, aber ich bevorzuge die hier, weil die wenigstens noch ein kleines bisschen nachgewürzt ist. Die hat ein bisschen mehr Geschmack. So. Ha, ich habe wieder so gesagt. Und oben drauf der Deckel. Schon wieder das so. Und das Ganze schön zusammendrücken. Und jetzt kommt das Geile. Jetzt könnt ihr das Ding ganz einfach wie eine Pizza zerschneiden. Nachdem alles abgekühlt ist, kann sich jeder. Schön bedienen. Dann habt ihr so richtig schöne Teile für die Hand. Glaubt mir, das kommt richtig gut an. Also meine Besucher sind jedes Mal begeistert. Und köstlich ist das Ding auch. Also, ganz ehrlich. Aber macht ihn nie für euch alleine. Ihr werdet sterben. Ihr werdet entweder mindestens 3 Tage an dem Ding fressen müssen, oder ihr werdet irgendwann an einem Herzinfarkt sterben. Oder an Verstopfung, wenn ihr zu wenig Zwiebeln nutzt. Guten Appetit, meine Lieben. Das war's dann. Fertig, finito. Ich genieße jetzt erstmal. Ein Bierchen nehme ich auch noch dazu. Ach ja, ein Bierchen müsst ihr unbedingt dazu servieren. Am besten Salitas. Keine Schleichwerbung, ich stehe einfach auf Salitas.
Ja, das war euer Andreas Port von Splatter Movies. Ich hoffe, ich sehe euch demnächst wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst ruhig eure Meinung im Kommentar da, falls ihr es zu eklig oder richtig geil fandet. Oder lasst ein Like da oder abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Als nächstes plane ich Schweinefisch zu kochen. Was das ist, werdet ihr dann herausfinden in ungefähr einer Woche. Und bis dahin, in diesem Sinne, Penis!